Russisches Außenministerium. Zeit der Nettigkeiten ist vorbei. Hallo und Privet aus Kaliningrad. Der stellvertretende russische Außenminister Alexander Gruschko erklärte, dass die Zeit der Halbtöne im Dialog mit der NATO der Vergangenheit angehören. Man will jetzt nur noch Klartext sprechen und keine Nettigkeiten mehr austauschen. Die Vorschläge der russischen Seite zu Sicherheitsgarantien sind einfach und verständlich und stellen kein Ultimatum dar. Die entstandene Situation erfordere derartige Maßnahmen. Notwendig sind prinzipielle Gespräche Auge in Auge. Allerdings ist die Zeit der Nettigkeiten, der Halbtöne im Gespräch mit der Nordatlantischen Allianz vorbei. Moskau wird ausgewogen reagieren, wenn Länder der NATO auf ihrem Territorium Angriffswaffen stationieren, so der stellvertretende Außenminister im Interview mit der Zeitung Rossiyskaya Gazeta. Er erinnerte im Interview an ureigenste Festlegungen der NATO, wonach die gesamte Aktivität der NATO unter Beachtung der Sicherheitsinteressen anderer zu erfolgen hat. Sollten Länder der NATO auf ihrem Territorium Angriffswaffen stationieren, die in der Lage sind, in wenigen Minuten unsere Führungszentren zu erreichen, so sind wir gezwungen, eine adäquate Situation für unsere Partner zu schaffen, ergänzte der stellvertretende Außenminister. Die Position Russlands im Verhältnis zu den USA ist klar und sehr hart. Russland habe bereits eine Mannschaft geschaffen, die bereit ist, zu jeder erforderlichen Zeit mit den USA Gespräche zu beginnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss und Paka aus Kaliningrad.